Thematik. Herr Spangen, ich freue mich, ganz langsam zu reden. Gut, dass Sie so einen kurzen Draht haben, von der Richter. Ja, eben war ich in dieser Session Flipchart Classroom. Das war super digital und super vorbereitet. Jetzt haben wir eher eine spontanere Session. Aber ich komme gerne dem Wunsch und der Idee nach, dass wir auch hier nochmal in diesem Fall was zu NRW 4.0 sagen. Das ist ja so ein Zauberwort, das sich für die Plattform, die wir jetzt hier haben, konkretisiert. NRW 4.0 ist ein Gesamtprozess, vielleicht nur kurz als Info. Die NRW 4.0-Initiative geht zurück auf eine Regierungserklärung der Ministerpräsidentin von Anfang letzten Jahres. Und in diesem Kontext haben wir jetzt das Thema Lernen im digitalen Wandel als Extra-Thema fokussiert. Und darum geht es im Grunde im Moment konkret, zu überlegen, welche Handlungsfelder sind bei Lernen im digitalen Wandel ein Thema, wie geht man damit um, wie kann man am Ende auch ein Leitbild. Ich soll als erstes, und da habe ich vielleicht auch Interesse daran, weil ich am Ende gerne auch Beispiele und Ideen mitnehme, nochmal darauf hinweisen, dass ein Modellpad zur Verfügung steht und dass man auch gerne füllen kann. Also alles, was an Ideen heute aus diesem Workshop rauskommt, sollte auch entsprechend verbreitet werden. Genau, da sieht man es, glaube ich, gerade. Ne? Und bei den Zeichenplan kann man es erreichen. Und da wird auch schon mitgeschrieben. Vielleicht sage ich mal kurz was zu mir. Also ich bin Juristin, ich bin keine Pädagogin. Ich arbeite auch nicht im Schulministerium, sondern in der Staatskanzlei, im Medienbereich. Und dort im Bereich digitale Gesellschaft, Medienkompetenz. Und wir haben insgesamt eher übergreifenden Blick auf die Dinge. Also erstmal überhaupt auf gesellschaftliche Relevanz von Digitalisierung und in diesem Kontext eben auch auf die Frage, welche Rolle hat der Einzelne im Kontext Digitalisierung und welche Kompetenzen braucht er eigentlich, um diese Rolle ausfüllen zu können. Das Referat, in dem ich bin, gibt es erst seit knapp 3 Jahren. Am Anfang war ich da ganz alleine, war so als Pionierin und es hat sich so nach und nach entwickelt. Und wir haben im Grunde uns selber auch jetzt bestimmte Aufgabenstellungen, bestimmte Themen entwickelt, die aus unserer Sicht wirklich wichtig sind und die auch in Kooperation mit anderen uns weiterbringen können. Das bleibt mir so vom Hintergrund, weil ich aus den vielen Gesprächen irgendwie auch jetzt schon mitbekommen habe, dass ja, ich glaube, 80-90% hier Pädagoginnen und Pädagogen sind. Das ist ein bisschen anderer Bereich. Ich komme aus dieser etwas übergreifenden Sicht und habe bis jetzt in der Verwaltung ganz viel Verwaltungsmodernisierung gemacht. Ich glaube aber auch, dass digitale Bildung ganz viel mit Verwaltungsmodernisierung zu tun hat. Ja, worum geht es eigentlich? Ich habe ja schon gesagt, also NRW 4.0 ist eingebunden in diesen Kontext des Gesamt der Regierungserklärung der Ministerpräsidentin und es ist seit November letzten Jahres das Thema Lernen im digitalen Wandel besonders aufgegriffen. Und es ist so, André hat die Plattform auch dargestellt, dass von November bis Mitte Januar eine Online-Konsultation durchgeführt wurde, wo zu 5 Themenfeldern Anregungen gegeben werden konnten, diskutiert werden konnte und auch Sessions eingereicht werden konnten. Die Sessions wiederum sollen ein wesentlicher Faktor sein bei einem Kongress, der am 11.03. stattfindet. Und im Nachgang zu diesem Kongress wird es nochmal ein aufbereitendes Fachgespräch geben, das es hier im Vorwort ja auch im Februar auch schon gegeben hat, wo man im Grunde probiert, in diesen gesamten Verfahrensschritten analog wie digital Impulse aufzugreifen, zu diskutieren und Thesen zu entwickeln, was eigentlich Lernen im digitalen Wandel braucht. Es scrollt jetzt mal gerade hier durch. Also es gab 5 unterschiedliche Bereiche, wenn man mal oben anfängt. Gibt es genau das Themenforum Selbstbestimmtes Leben. Das ist das Themenforum, das von uns aus, also vom Referat Digitale Gesellschaft, aus dem Bereich Medien und Netz, sage ich mal so begleitet, aber auch unterstützt, aufbereitet wurde, weil es da wirklich darum geht, zu schauen, welche übergreifenden Themenstellungen spielen eigentlich im gesamten Kontext digitaler Bildung eine Rolle. Dann gibt es einen Bereich frühkindliche Bildung, da gibt es einen Bereich eben ganz klar im Bereich Schule und Weiterbildung im digitalen
wandeln. Dann gibt es den Hochschulbereich und als letzten Bereich die Facette Fachkräfteausbildung. Es gibt also zu diesen Bereichen Themenforen, sodass man probiert hat, einmal entlang der Bildungskette, aber auch mit einem übergreifenden Blick, einerseits Experten zusammen zu bringen, andererseits auch im Grunde die Interessen und die Ideen einer ganz breiten Öffentlichkeit einzubeziehen. Und von daher gab es, wie gesagt, erst diesen großen Online-Dialog, der dann aufbereitet wurde und der jetzt kanalisiert wird in einen großen Kongress. Und nach diesem Kongress soll im Grunde diese Diskussion, die analog geführt wird, münden in weitere Überlegungen und wirklich auch in Leitbilder und Handlungsfelder. Ich würde auch so von dem, was ich begleitet habe und was ich mitbringe, gerne den Fokus eben auf diese Facette Lernen im Kontext selbstbestimmtes Leben, was braucht man eigentlich übergreifend, weil ich jede Möglichkeit der Diskussion und so auch heute eigentlich gerne nutze, da Ideen zu sammeln und Ideen aufzugreifen. Und würde einfach kurz vielleicht so das, was uns in dem Zusammenhang bis jetzt durch den Kopf geht, vermitteln. Fände es aber prima, wenn es dann darüber hinaus eigentlich darum geht, was man auf diesen Bereich bezogen für Beispiele bringen kann, für Anregungen bringen kann, damit man hier gegebenenfalls den Prozess auch noch einbezieht. Der Kongress ist gut ausgewählt. Von daher gibt es ja einige, die schon ein Ticket bekommen haben, aber es wird wahrscheinlich auch eine digitale Begleitung geben, von daher denke ich mal, kann man das auch aufgreifen. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen in die Werkstatt Einblick gebe, die wir im Kontext selbstbestimmtes Leben haben, war eigentlich die Grundthese, das kann man jetzt an der Stelle nachvollziehen schon, das ist also ganz, ganz aktuell, was da jetzt drin steht, dass Teilhabe ein ganz wesentlicher Faktor ist, der von entsprechender Kompetenz sichergestellt werden muss, dass man gucken muss, dass eigentlich jedermann, um am Digitalisierungsprozess teilhaben zu können, eine gewisse Grundkompetenz auch haben muss. Auf der anderen Seite war auch eine intensive Diskussion, die sich auch hier in der Session von Frau Professor Meister widerspiegelt, dass Kompetenz auch intensiv was damit zu tun hat, Inklusion zu unterstützen oder auch Benachteiligung generell auszugleichen. Und diese beiden Facetten sollen auch unter dem Kontext selbstbestimmtes Leben diskutiert werden. Das ist auch der Hintergrund, warum gerade diese Sessions, die Sie jetzt da auch sehen, einmal eben ein Thema, das auf Integrationsprozesse von Flüchtlingen ausgerichtet ist, aber auch bei den anderen Bereichen die Überlegung, dass man wirklich sehen möchte, inwieweit man durch kulturelle Bildung bestimmte Facetten auch aufgreifen kann und an der Stelle auch weitervermitteln kann, zu diskutieren. Eine weitere Sache, jetzt bist du vielleicht ein bisschen schnell durchgescrollt, bei Session 2, darauf würde ich gerne noch hinweisen, soll es um den Gedanken von Netzwerk gehen. Wir haben intensiv auch schon darüber bis jetzt immer diskutiert. Es gibt schon eine ganze Menge an Angeboten, es gibt schon eine ganze Menge von Akteuren, die in NRW auch aktiv sind und es sollte eigentlich in den Prozessen auch eine Idee sein, dass man diese Akteure gut zusammenbringt und Erfahrungen hier gut vernetzen kann. Und von diesem Hintergrund ist auch eine Session eben geplant, die auch wirklich sich mit dem Netzwerk in NRW auseinandersetzt und an der Stelle auch wirklich Ideen aufgreifen kann, wie kann man dieses Netzwerk vielleicht auch bekannter machen, wie kann man es gut pflegen, welche neuen Akteure sollten vielleicht über das Netzwerk aufgegriffen werden. Das war jetzt mal die Darstellung, die es auch erst seit gestern im Netz gibt, zu den Workshops, zu den Sessions, die stattfinden. Es sollen ja neben diesen Sessions, wo Praxisbeispiele vorgestellt werden, im Kongress auch Thesen diskutiert werden. Und neben den Facetten, die ich gerade schon angesprochen habe,
Bildung für alle, welche Angebote sind nötig, inwieweit können Nachteile ausgeglichen werden im Bereich digitaler Bildung, was ist mit Vernetzung, soll es in dem Kongress auch insbesondere um Diskussionen gehen, was brauchen wir eigentlich an neuen Formaten, was brauchen wir an neuen Themen, die wir entsprechend auch voranbringen können. Von daher wäre für mich hier, weil das ja jetzt der Gesamtüberblick aller Workshops ist, wenn wir jetzt nochmal so zu dem Bereich selbstbestimmtes Leben, für den ich selber jetzt auch stehe, nochmal zurückkomme. Ich fände es gut und wichtig, einfach aus Ihrer Sicht gerne nochmal Rückmeldungen mitzunehmen. Was glauben Sie, was in dieser übergreifenden Perspektive auf digitales Lernen, was da auf jeden Fall diskutiert werden sollte, wo gibt es in NRW gute Vorschläge, gute Angebote, die man weiter aufgreifen sollte, die als Best Practice geeignet werden. Und wenn der Kreis neben Fragen, für die ich natürlich auch gerne zur Verfügung stehe, heute hier dazu eine Plattform sein kann, dazu einen Austausch zu haben, dann würde ich mich darüber freuen. Das vielleicht so als kurzer Überblick, leider nicht digital, weil ich da reingesprungen bin, sondern einfach nur so als Gespräch. Wenn da Nachfragen sind, bitte gerne. Also, wenn wir da einfach ins Gespräch einsteigen, freue ich mich. Ich habe erstmal. Ich habe da einfach nur eine Verständnisfrage, weil ich über dieses 4.0 gestolpert habe. Wir reden hier in dem Medienbereich nur über dieses 1.1.0, 2.0. Und da weiß ich nicht, ob es darüber kommt oder kommt es über Wirtschaft 4.0? Ist das der Aufhänger und soll Bildung quasi dann nach einer wirtschaftlichen Idee ausgerichtet werden? Oder wo ist die Verbindung? Also die Frage könnte man sehr, soll natürlich schon auch ein Stück, also diese Marke ist nicht geschaffen worden jetzt für diesen digitalen Bildungskongress, sondern sie ist entstanden im Kontext der Regierungserklärung und zeigt schon einfach, dass man insgesamt für NRW sowohl im Bereich gesellschaftlicher als auch wirtschaftlicher Entwicklung einfach auch einen Digitalisierungsfortschritt haben möchte. Also ist im Grunde ein Stück auch eine Marke, die gesetzt wird und die sich dann auch orientiert an Wirtschaft 4.0. Aber ich würde, es ist ein Stück auch ein Begriff, den ich jetzt nicht so intensiv definieren würde, sage ich mal so. Oder zumindest habe ich da nicht die Definition so weit drüber. Sondern es ist mehr auch ein Begriff, der schlagwortartig darstellen sollte, dass das Thema Digitalisierung ein wichtiges Politikfeld ist, das sowohl im Bereich Wirtschaft, aber auch im gesellschaftlichen Bereich und so auch im Bildungsbereich aufgegriffen werden soll. So würde ich es jetzt beschreiben. Ist denn inhaltlich, wenn es dann wirklich über diese wirtschaftliche Punkte 0 kommt, ist das denn dann quasi der maßgebliche Anker, an dem sich dann diese Unterprojekte orientieren, ausrichten? Oder sind die komplett eigenständig? Und jetzt ist einfach 4.0 einfach, weil es gut klang. Also 4.0 ist für mich eher eine, wie gesagt, wie schon gesagt, so eine öffentlichkeitswirksame Marke. Die würde ich jetzt, also zumindest habe ich da jetzt nicht die Definition zu, sondern wie die einzelnen Facetten jetzt genau miteinander in Relation sind, was da führend ist und was sich dann nachrangig irgendwie ergibt. Im Moment ist es einfach ein Prozess, wo deutlich geworden ist, nachdem ganz viele Aktivitäten im Wirtschaftsbereich gelaufen sind, dass man dem gesellschaftlichen Bereich auch besonderes Augenmerk schenken will. Und das hat man jetzt ganz aktuell für den Bereich Bildung gemacht. So würde ich es jetzt eigentlich erstmal eher ein bisschen öffentlichkeitswirksam beschreiben, sag ich mal. Sonst übermüht man vielleicht die und das, da würde ich, glaube ich, keine Deutung jetzt vermitteln wollen, die vielleicht auch missverständlich ist. Also ich transportiere jetzt einfach mal eine kritische Nachfrage meiner Kollegin. Sie sagte, du willst da hingehen, das hört sich für dich so an, als ob das eine reine Werbemaßnahme der Politik wäre. Und da kam halt eben die Frage, denn inwieweit werden denn die Sachen, die da erarbeitet werden, auch nachher wirklich umgesetzt und halt eben nicht nur darüber geredet. Von daher gebe ich das jetzt einfach mal so weiter. Sehr gerne. Ich habe ja den Gondler so ein bisschen gedrängt, das hier vorzustellen, weil ich denke, dass auch nochmal eine Chance ist, klar darüber zu sprechen. Und ich selber fand das erstmal, ich finde sowas einfach generell erstmal gut, wenn da ein Zeichen gesetzt wird, wenn man sieht, dass die Regierung an dem Thema dran ist. Wenn man jetzt sieht, es gab ja eine Online-Beteiligung, da kann man ja auch einfach
mal mitmachen. Man kann sowas ja auch in den Raum stellen da und man der Kollegin vielleicht auch zurückspiegeln. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Zu dem Kongress gehen. Es gibt ja die Möglichkeit, über Twitter, Social Media sich da einzubringen. Und ich habe so wahrgenommen, wir haben ja ein paar Veranstaltungen zusammen gemacht, in dem Team, das da ist, dass das sehr offen ist und wie Nicole ja auch gesagt hat, natürlich gerne bereit ist, solche Dinge aufzunehmen. Vielleicht, dass man das direkt dahin, deswegen sind wir auch hier, hin transportiert und da seine Antwort dann auch bekommt. Also ich wünsche mir natürlich auch, dass das keine Werbeveranstaltung ist, aber ich glaube auch nicht, dass sie das ist, aber das kannst du ja vielleicht auch nochmal aufgreifen. Also bei dem hast du ja gesagt, das soll dann in Leitbilder umgesetzt werden. Ja, wie das konkret ist. Ja, genau, und das würde dann in den Landtag oder wohin münden? Also weil so hatte ich das jetzt auf der letzten Veranstaltung von Keres, als wir in Duisburg essen waren, so verstanden, dass das dann halt eben auch wirklich direkt in die politische Arbeit weiter reingegeben wird. Ja, als jeweilige Maßstäbe auch über die, komme ich über in der Landesregierung natürlich festlegen, das läuft ja ausgerichtet auf die jeweiligen Ressorts. Also sehr intensiv sind die einzelnen Workshops jetzt ja auch Ressortverantwortungen zuzuordnen. Und an der Stelle ist es dann auch schon so, dass in einem ersten Schritt natürlich auch geguckt wird, inwieweit man aus diesen jeweiligen Ressortrahmenbedingungen auch ein Gesamtbild für die Landesregierung macht. Und es ist einfach, wenn ich es mal andersrum sehe, deutlich, dass von Seiten des Landtages auch ein großes Interesse an dem Thema steht. Das Interesse sich aber nach meiner Wahrnehmung auch sehr schnell darauf richtet, dass konkrete, praktische, umsetzbare Maßnahmen erfolgen. Okay, der Wunsch läuft parallel. Und sag ich mal wirklich auch, sag mal jetzt so, für meinen Bereich, ich kann nur für den Aufgabenbereich sprechen, für den ich selber Gestaltungsverantwortung, vielleicht auch Gestaltungshoheit haben. Ist es so, dass wir im Moment intensiv diese Thesen, die habe ich auch selber mit im letzten Fachgespräch mit erarbeitet, also dass es wirklich auch eine Möglichkeit war, sich selber nochmal zu fragen, welche Agenda habe ich eigentlich, was habe ich eigentlich für eine Vorstellung, für eine Strategie, welche Leute sollten sich vielleicht nochmal intensiver kennenlernen, welche Rolle hat die Landesanstalt für Medien, welche Jobs könnte das Grimme-Institut übernehmen, inwieweit ist es interessant, externe Partner mit einzubeziehen. Wir haben zum Beispiel auch ganz neue Wege, die wir auch jetzt schon beschreiben, auch beschreiben sollen. Also zum Beispiel gucken, wie weit kann man durch solche Sachen wie Freifunk auch ganz neue Wege von bürgerschaftlichem Engagement aufgreifen, die was mit Kompetenzvermittlung zu tun haben, weil die Philosophie ja auch ist, dass in diesen vielleicht etwas unkonventionellen Formaten auch Sicherheits-, auch Technikkompetenz vermittelt werden kann. Also wenn ich das für unseren Bereich sehe, glaube ich, dass es echt, dass dieser Prozess eine Chance ist, in einer wirklich riesigen Landschaft sich ein Stück mehr Orientierung zu schaffen, vielleicht auch eine Plattform zu verbessern, dass Akteure, die es schon gibt, miteinander finden, dass ein Austausch darüber entsteht und vielleicht auch noch besser entsteht, zu dem, was gibt es. Und dass man noch klarer herauskristallisiert, an welchen Stellen gibt es aber noch nichts und wo müsste es noch was geben. Also mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich, man nennt das auch so die verlorene Generation zwischen 40 und 60, die wirklich intensiv im Berufsleben steht und Dinge entwickeln muss und Dinge teilweise den Wandel sogar gestalten muss und an der Stelle aber gar nicht auf die technische Kompetenz, auch nicht die Kompetenz hat, das alles so zu durchschauen, wie man das möchte. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns die einzelnen Zielgruppen nochmal angucken, auch jenseits von Schule, und sehen, an welcher Stelle muss wer auch nochmal welche Unterstützung bekommen und welches Format. Und von daher sage ich mal, habe ich jetzt ganz persönlich, ich habe aus jedem Prozess erstmal nur die Hoffnung, dass man da was Taugliches rausziehen kann. Und deswegen glaube ich auch, dass der Prozess für unser Themenfeld auch auf jeden Fall interessante Aspekte geben. Und ich habe da auch schon alleine durch Begegnungen, dass da eben der Leo Kressner, der kommt aus dem Jugendbildungsbereich, wir haben auch Kontakte mit Frau Meister, eben auch mit ihrer langjährigen Erfahrung auch im Kontext oder so Facetten, was kann man aus dem Bereich Gaming aufgreifen, welche Facetten könnten sich da für den Bildungsbereich ergeben. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge an Impulsen und ja, von daher glaube ich,
ist da für uns praktisch was rauszuziehen? Und das wird jedes Ressort für sich selber dann auch mal schauen, was sie sich rausziehen können. Zunächst mal weniger als Frage gedacht, sondern als ergänzenden Beitrag, um diesen Prozess vielleicht auch nicht noch für sich selbst einzuordnen. Ende könntest du auch noch eine Frage ergeben. Vor drei Wochen saß ich mit dem Staatssekretär aus dem Bundesministerium in Hessen auf dem Podium und wir sprachen über digitale Bildung in der Schule jetzt allerdings, jetzt nicht so umfassend, wie es hier geplant ist. Und ich fragte, wie das denn aussieht im Augenblick, ganz wie bei den Schulträgern, ob es eigentlich von Landesseite her Initiativen gibt, um so eine Art, ich glaube, so einen Masterplan genannt, hier als Leitbilder für digitale Bildung zu entwickeln. Daraufhin wurde ich ausschließlich darauf hingewiesen, dass es Angebote für Fortbildung in diesem Sektor gibt, für die Infrastruktur seien andere zuständig. Das heißt, es ist da eher Schulträgersache als Landessache. Das heißt, da ist ein gewisses Desinteresse, was diese Leitbilder angeht. Ich vermute aus Kostengründen und Schulden, die es beispielsweise in NRW auch gibt. Das haben wir nicht. Und hier ist der Staatskanzlei angesiedelt. Also auch nochmal die unterschiedlichen Gewichtungen auch noch bei den Bundesländern zu sehen. Das finde ich schon mal ein sehr spannender Prozess, dass also die Staatskanzlei selbst sich das Thema macht. Das ist da natürlich auch immer ein Wirtschaftsstandort dahinter steht, ist klar. Weil ohne noch mal nicht ein Wirtschaftsstandort, weder die Schulen ausgestattet sind, noch die Leute auf den Schulen raus den Arbeitsplatz gekommen. Was mich jetzt interessieren würde, es ist dann ja auch ein Risiko dabei, eine Erwartungshaltung aufzubauen, weil ja dann zum Beispiel die Bildungsträger vor Ort, zum Beispiel die Schulträger, was jetzt auf schulische Bildung zuziehen, aus so einem Prozess natürlich durchaus auch finanzielle Ansprüche an die Landesregierung heraus ableiten könnten. Ist das etwas, was die Landesregierung dann auch gerne sieht, wenn dann auch diese finanziellen Forderungen zukommen, beziehungsweise ist es vielleicht sogar gewollt, dass man sagt, wir haben einen Topf, wir wollen das auch in diesem Bereich tatsächlich investieren, weil da einfach für die Zukunft so verdammt wichtig ist? Also antworte erstmal vielleicht so, dass Staatskanzlei hier, also alle Abteilungen der Staatskanzlei bei uns im Haus sind in diesen Prozess eingebunden. Also die Federführung hier für den Prozess ist ja erst an der Quelle, liegt im Presse- und Öffentlichkeitsbereich, aber auch etwas auch mit der Planung insgesamt zu tun. Ich stehe hier für den Bereich letztlich wie ein Ressort, also für den Bereich Medien und Netz. Und es ist eben auch so, dass alle Abteilungen, die Abteilungen bei uns mit dabei sind, die den Kontakt zu den Ressorts sind. Also von daher ist es jetzt nicht nur ein abgeschotteter Prozess, nur der Staatskanzlei, sondern es sind schon die Ressorts, die hier mit betroffen sind. Und das sind eben sehr viele in dem Rat, die sind auch mit einbezogen. Und das ist die gesamte Klammer, die man da hat. Und wo auch jedes Ressort natürlich an der Stelle dann nach meiner Meinung ganz spezifische Problemlagen und ganz spezifische Herausforderungen sind. Ich glaube, die Situation im Weiterbildungsbereich ist eine, also im beruflichen Weiterbildungsbereich ist eine ganz andere als in Schule. Und ich kann jetzt nicht für den, das bezieht sich ja sehr stark auf den schulischen Bereich, da bin ich jetzt, weil ich stehe jetzt nicht für Staatskanzler insgesamt, sondern für eine Facette in dem Prozess, eher im Medienbereich. Ich habe aber schon den Eindruck, dass man über den Tellerrand hinausblickt und schon sieht, dass digitale Bildung deutlich was auch mit Strukturentscheidungen zu tun hat. Und es gibt bei uns ja parallel auch das große Thema, das im Breitbandausbau eben auch noch da gehen. Oder die Erreichbarkeit, die Ausstattung von Schulen, das nehme ich aus vielen Gesprächen schon deutlichst wahr, dass man schon sieht, dass es hier unterschiedliche Bausteine gibt, die gut zusammenpassen. Müsste ich die Frage nochmal, dass der Prozess letztlich Auswirkungen haben wird, dass es mit gesehen, gewollt und wahrscheinlich angestrebt. Ich reagiere mal anders. Also wir haben sogar für bestimmte Themen schon, also der Landtag hat an der Stelle schon für dieses Jahr Erwartungen für bestimmte Angebote gestellt, gesagt, kümmert euch um solche Sachen wie Umfreiung, kümmert euch um solche Sachen wie, dass man im Bereich Medienkompetenz auch was ausprobieren muss. Da habe ich schon den Eindruck, dass das gesehen wird. Ich kann natürlich nicht sagen, inwieweit das in den nächsten Haushaltsjahren weitergemacht wird, aber das finde ich erstmal positiv, sage ich mal so, dass wir wirklich auch teilweise sogar jetzt schon im laufenden Prozess Erwartungen formuliert haben, dass wir für meinen Aufgabenbereich auch Themen aufgreifen sollen. Das finde ich erstmal positiv, ja. Gibt es denn? Also ich würde mich eigentlich auch
weniger über Fragen. Also vielleicht gibt es irgendwas, irgendwie, also zum Beispiel dieses Thema, ich war noch nie in der Bibliothek in Köln, das habe ich aber auf jeden Fall auf dem Ticker. Also für mich wäre immer wichtig, nochmal so bestimmte Infos kriegen. Was gibt es denn jetzt auch schon, das Thema ist ja eingangs auch diskutiert worden schon, was gibt es für Bildungsorte, was sollte man aufgreifen, welche vielleicht auch mal ein bisschen anderen Varianten, sei es auch Formate wie diese, sollten eigentlich mehr Eingang finden, damit man in einen guten Dialog kommt, damit man, ja glaube ich, ein Thema, das so komplex ist wie Digitalisierung, auch gut aufgreifen kann. Wie kann man das irgendwie verdaubar machen? Welche Beispiele gibt es da? Also von daher bin ich für solche Rückmeldungen eigentlich mal ganz dankbar. Ich weiß nicht, ob Sie da noch irgendwas im Gepäck haben, was man mit nutzen könnte. Zentrum für Hochschulgedaktik aus und überlegen, was läuft jetzt im Moment, was kann man machen.
Was mich aber ganz ehrlich erschreckt, ich hänge mich jetzt auch einfach mal ziemlich weit aus dem Fenster, mich erschreckt, dass so eine große Universität zu Köln, ja, zum Beispiel keine Digitalisierungsstrategie hat. Also das finde ich zum Beispiel ganz, ganz merkwürdig, dass sowas nicht eventuell auch wirklich mal von politischer Seite vorgegeben wird oder unterstützt wird. Was denn gesagt hat, wir wünschen uns, dass alle Universitäten und Fachhochschulen und wirklich sich konkret darüber Gedanken gemacht haben, digitales Leitbild entwickelt haben und auch eine Digitalisierungsstrategie. Weil beispielsweise, wenn ich mir Lübeck angucke, die haben 70 Mann, gut, das ist jetzt ein Sonderfall, über 70 Mann, in dem, ich sage jetzt einfach mal E-Learning-Team. Das sind bei uns mit dem Elias-Team an der Uni in Köln ziemlich genau 3 Festangestellte und die noch nicht mehr in Vollzeit. Und die sind hoffnungslos überarbeitet und das finde ich schade, weil da steckt so viel Wert drin und man könnte so viel mehr machen. Dann hätten wir nicht nur einzelne Leuchttürme an der Uni, sondern dann wirklich ein großes Netz. Und ich glaube, das würde zum Beispiel auch die Uni Köln weiterbringen. Aber du hast eigentlich was angesprochen, was Bob hat. Ich glaube, man kann vieles intrinsisch motiviert in seinem Verantwortungsbereich machen, ohne dass es einem vorgibt. Dass man sich einfach mal so sich entwickelt und sich mal hinsetzt, manchmal macht und man guckt, irgendwie liegen wir zusammen. Andererseits glaube ich, also das, wenn ich das jetzt auf NRW beziehe, Digitalisierung ist als Megathema total zu erkannt. Aber dieses Thema ist, muss sich überall neben den anderen Megathemen einfach immer wieder seinen Platz erkämpfen. Und im Moment gibt es halt total viele Megathemen. Und das ist einfach wirklich, manchmal ist der Tag einfach endlich. Das muss man wirklich mal ganz klar sagen. Ich glaube, dass der Wille ganz oft da ist. Aber neben den aktuellen Themen, die wir wirklich haben, vorher gab es ja sowieso schon demografischer Wandel als Megatrend, aber jetzt auch wirklich die Diskussion um innere Sicherheit, die Diskussion um Flüchtlingsfragen, die Diskussion um Veränderungen der Kultur durch Migration. Das sind einfach Themen, die einfach so bestimmt sind. Und vielleicht merkt das ja jeder von sich, dass man auch selber irgendwie nur begrenzte Möglichkeiten hat, sich da auch mit all den Themen strategisch zu positionieren. Und dazu muss sich einfach, glaube ich, das Thema Digitalisierung, das manchmal auch noch, glaube ich, den Nachteil hat, dass man ein gewisses Grundverständnis oder erstmal ein bisschen sich eingedacht oder eingeübt haben muss, bevor man überhaupt versteht, worum es geht, muss ich da einfach seinen Platz suchen. Das ist, glaube ich, so. Und ich glaube, man kann nur jeden ermuntern, trotzdem, ich meine, da gibt es ja ein Beispiel, ich mache das ja jetzt auch über den Netzwerk oder so, dass man einfach für sich guckt, in welchem Bereich kann ich für mich da Dinge initiieren und kann ich, machen wir ja was machen. Also nur wir stoßen regelmäßig an Grenzen, also gerade was das LMS an der Uni angeht und so. Also das natürlich für uns wirklich Hilfsmittel in erster Wahl ist. Mit Blick auf die Uhr, Fazit der Session in 2 Sätzen. Ganz leichte Aufgabe. Jetzt an mich, oder? Du hast schon genug. Ja. Was können wir der Staatskanzlei noch in Vertretung von Kodler mitgeben als Anregung, Tipp, Hilfe? Ja? Also ich möchte noch was loswerden an die 2 Dinge, aber das anschließend weg. Ich arbeite in Essen an der Universität in der Psychologie und habe von daher auch einen guten Einblick in verschiedene Fachgebiete. Ich formuliere jetzt mal kühne Thesen. Ich erlebe, dass die Studenten sehr unzufrieden sind mit der gegenwärtigen Universitätsausbildung, sowohl bezogen auf Prüfungsformen, auf die Betreuung und auch auf die Inhalte. Ich möchte Ihnen jetzt mal speziell die Inhalte ansprechen. Mein Eindruck, und ich arbeite schon sehr lange an der Universität, ist, dass bestimmte alternative Wissenschaftsthemen und Richtungen in den letzten Jahren systematisch ausgegrenzt worden sind. Und hier sehe ich eine Chance eigentlich durch das, was wir hier diskutieren. Die Universität müsste eigentlich Vorreiter sein, um Foren zu schaffen, in denen alternative Inhalte zur Diskussion zu stellen. Und das sage ich mit Blick auf das Fach Psychologie. Es gibt eine bestimmte
Mainstream in unserem Fach, das andere Richtungen ausgrenzt. Ich wage mich vor, bezogen auf Wirtschaftswissenschaften, als auch hier ein Mainstream, das bestimmte Fragen ausgrenzt. Und ich fände es gut, wenn wir die Möglichkeit schaffen würden, das aufzunehmen, was ein echtes Defizit in diesen gegenwärtigen Universitäten da ist. Das hat übrigens auch Auswirkungen auf die Studienhaltung, weil der Student lernt sehr schnell, was er sagen darf und was er nicht sagen darf. Und das ist furchtbar. Das behindert im Grunde genommen die intellektuelle Entwicklung in Deutschland. Am Ende haben wir nur noch angepasste Studenten, die gelernt haben, in kürzester Zeit das zu lernen, was offiziell gefordert wird. Und das kann nicht im Interesse sein. Das hat natürlich auch ein Risiko, weil als Alternativen ja bieten sich dann Themen an, die nicht immer ja, das bestätigen, was im Moment so politisch und ökonomisch in den Vordergrund kommt. Dann müsste es für Sie doch eigentlich eine gute Sache sein, dass jetzt für, auch in der Gewürzung und so ein Diskurs eröffnet wurde, dass genau im Grunde ja auch für den Bereich Hochschule, aber für die anderen Bereiche einfach mal eine Plattform da ist, wo man genau solche Fragen und Anregungen führen kann. Ja, aber dafür brauchen wir nicht Twitter und so etwas, also sondern wir brauchen im Grunde jede Universität könnte so etwas schaffen, ne? Und ausdrücklich auch damit fördern, einen kritischen Dialog mit dem, was wir inhaltlich machen. Und das ist erstmal, ich denke, das ist so einfach, ist das gar nicht umzusetzen in der gegenwärtigen Landschaft. Also wenn das hier gut funktioniert hat, sind ja all diese Anregungen jetzt in der Etherpad. Und das werde ich dann auch gerne nochmal in die Hochschulkurs streuen, weil es ja auch jetzt Themen angesprochen worden, die andere Bereiche gibt. Dann kann auch das über diesen Weg dann ja nochmal aufgegriffen werden. Dann könnte ich mir gerade vorstellen, wir haben ja auch den Hochschulbereich angesprochen, dass das in dem Forum dann gegebenenfalls seinen Platz finden kann, was da aus sich ergibt. Also das kann ich anbieten, zum Beispiel so, das einfach nochmal so weiterzugehen. Weil inhaltlich kann ich da jetzt nichts zu sagen, weil das gar nicht meinen Bereich betrifft, aber ich gebe es natürlich gerne. Dieses, ich bin nicht zuständig, es wäre zu kurz gegriffen, sondern ich gebe es gerne weiter. Wäre das für Sie sonst. Dann danke ich für Ihre Spontanität, mit der Sie gekommen sind. Und nehme die Anregung gerne mit. Und würde mich sicherlich auch freuen, wenn die Vernetzung darüber hinausgeht und wenn Sie auch diesen Prozess weiter begleiten, weil er hat ja noch weitere Stationen und wenn der für Sie auch weiter interessant bleiben könnte, wäre das natürlich super. Vielen Dank für die Aussage.